Hallo, ihr Lieben. Also, wir haben den ersten Tag unseres Projekts praktisch vegan hinter uns. Bin ehrlich gesagt ziemlich müde und geplättet. Ich versuche das jetzt einfach spontan zusammenzufassen und meine Eindrücke wiederzugeben. Also, wir sind unterm Strich 17 Leute, vier sind krank, ausgefallen und ich habe das so aufgebaut, dass ich so ein paar Arbeitsblätter gestaltet habe, die wir erstmal außerhalb des Klassenraums dann so bearbeitet haben. Wir sind also gleich morgens rausgegangen, nachdem so die Formalitäten geklärt waren. Dann habe ich so Gruppen gebildet und man sollte sich erstmal austauschen, warum überhaupt dieses Projekt angewählt wurde. Das war schon sehr interessant. Obwohl ich im Vorfeld gesagt hatte, versucht ein bisschen in die Tiefe zu gehen und nicht einfach zu sagen, ja, weil mich das Thema halt interessiert, ist unterm Strich doch an Antworten wenig mehr dabei rausgekommen. Also zusammenfassend ließ dann so darauf hinaus, ja, ich wollte das mal kennenlernen. Oder es waren so es wurden Interessen geäußert, ob das gesünder sei, ob es klimafreundlicher sei, sich vegan zu ernähren. Aber auf die Frage, ja, warum man überhaupt daran interessiert sei, also manche haben auch gesagt, sie würden einfach gerne mal so vegane Gerichte kennenlernen, aber auf die Frage, warum man das kennenlernen wollen würde, da kam eigentlich wenig, ganz verhalten kam dann auch mal der Gedanke an die Tiere und das eröffnete dann so ein bisschen eine Diskussion. Ja, und die hat doch so einiges ans Tageslicht gefördert. Ja, das ist einfach ein Spiegel dessen, was im gesellschaftlichen Bewusstsein vorhanden ist, wenn es um das Thema Ethik und Philosophie geht. Das war schon eine große Herausforderung, ehrlich gesagt. Also, es war dann recht kontrovers, ja. Manche konnten das nachvollziehen, dass irgendwie Tiere Interessen haben und dass sie leidensfähig sind und man eben darauf ein bisschen Rücksicht nehmen sollte. Ein sehr großer Teil hat sich dafür aber auch überhaupt nicht interessiert, beziehungsweise sagte, ja gut, das mag alles sein, aber ja, ich habe die volle Breitseite gekriegt an Klischees eigentlich, ja. Also von, es ist völlig natürlich, dass der Mensch Fleisch isst. Oder es war schon immer so, seit Jahrhunderten so. Oder der Stärkere bestimmt nun mal über den Schwächeren und so weiter. Das ist kein Problem. Man nimmt halt erstmal das, was vorhanden ist. Die meisten von euch werden jetzt keine Ethiklehrer sein, aber was natürlich aus Perspektive von uns Ethiklehrern dann interessant ist, ist die grundsätzliche Auffassung von Ethik und Philosophie. Also Ethik bedeutet nicht, dass man zusammenkommt und jeder mal so seine persönliche Meinung mitteilt und man dann auseinandergeht. In dem Bewusstsein muss halt jeder für sich entscheiden und dann ist auch alles in Ordnung. Das ist ja gerade das, was die Ethik eigentlich nicht möchte, sondern wir suchen nach verbindlichen, möglichst verallgemeinerbaren Aussagen, die unserem Handeln Orientierung geben können. Und dabei versuchen wir uns natürlich auszutauschen, aber es gibt dabei bestimmte Regeln zu beachten. Und es ist also nicht völlig willkürlich, sodass jede Meinung irgendwie gleich stark und gleichgültig sein müsste. Manche Positionen, manche Denkansätze kann man einfach als widersprüchlich oder als ungültige Argumente entlarven. Wenn man das allerdings als Ethiklehrer versucht, stößt man in der Regel auf völliges Unverständnis bis hin zu, ja, so leichtem Pikiertsein und beleidigt sein und es geht dann in die Richtung, der will mich jetzt da in irgendeine Richtung drängen. Und das ist auch so ein bisschen passiert. Es passiert eigentlich regelmäßig, wenn es um dieses Thema Veganismus geht. Obwohl ich selbst natürlich überhaupt nicht
erwarte, dass jemand einfach Positionen wiederholt, die ich so vorgebe oder so. Es geht erstmal um Gedankenprüfung, um das Prüfen von Gedanken. Und das ist doch erstaunlich, wie Siebtklässler schon derart selbstbewusst eine eigene Position äußern und die auch von einer höheren Warte quasi schon verteidigen und sich angegriffen fühlen, wenn man widerspricht. Ich habe dann irgendwann einen Vergleich gemacht mit anderen Fachbereichen. Ja? Ich habe gesagt, was ist, wenn dein, also was hat wohl dein Physiklehrer studiert oder dein Biolehrer oder dein Mathelehrer und was glaubst du, was der besser kann als du? Und dann kam natürlich, konnten natürlich alle nachvollziehen, dass die besser Physik, besser Mathe und besser Bio können und dass sie da von denen was lernen können. Und das habe ich dann versucht zu übertragen, dass es natürlich auch im Bereich der Ethik Fachleute gibt, die Jahrzehnte sich schon damit auseinandergesetzt haben, zu argumentieren, Argumente zu prüfen. Sie kennen sehr viele Argumente, sie sind es gewohnt, darüber nachzudenken, sie sind es gewohnt, nüchtern über Themen nachzudenken. Und ja, das hat dann doch einiges gerade gerückt, auch so, dass man zumindest auf eine Ebene gekommen ist, dass ernsthaft ein Austausch stattgefunden hat und dass auch mal zugehört wurde, wo jetzt Problematiken bei bestimmten Argumenten lagen. Das Ziel des heutigen Tages war es dann, also wenn man so weit gekommen ist, war es dann, sich darauf zu einigen, dass der Mensch in der Welt eine Sonderstellung hat, insofern der Mensch ein moralisches Wesen ist, ein moralischer Akteur ist. Den Begriff habe ich nicht verwendet, aber um euch das zu erklären, was ich meine, weil natürlich Vergleiche auch mit der Nahrungskette gekommen sind und so weiter. Ja, der vom Kleineren zum Größeren und am Ende steht der Wolf oder das Raubtier und ganz oben steht nun mal der Mensch. Und ihr kennt vielleicht das Argument und das Raubtier frisst ja auch die Gazelle und sonst wen. Und warum sollte der Mensch das dann nicht dürfen? Das sind so die typisch verbreiteten Fehlschlüsse. Und dann ins Bewusstsein zu rufen, dass der Mensch als einziges Wesen moralische Reflexion besitzt, dass wir ein moralisches Gefühl haben, dass wir in Kategorien wie gut und böse denken und der Wolf das zum Beispiel eben nicht kann und dass der Wolf keine Handlungsalternative hat, der Mensch aber. Jedenfalls gehen wir davon aus, das führt jetzt auf das Freiheitsproblem wieder, das ist aber ein ganz anderes Thema, aber jetzt in diesem Kontext gehen wir beim Menschen davon aus, dass wir so, aber auch anders handeln können. Uns ist zunächst mal wichtig, dass wir gut behandelt werden von anderen. Wenn wir uns unfair behandelt fühlen, beschweren wir uns in der Grundannahme, dass die Person, die uns unfair behandelt hat, auch uns hätte anders behandeln können. Deswegen streiten wir, deswegen bilden wir Parlamente, deswegen kommen wir zusammen und diskutieren darüber, wie wir unsere Gesellschaft organisieren wollen. Das tun Tiere nicht. Tiere handeln, etwas verallgemeinert und platt gesprochen, Instinkt gehandelt, sie reflektieren ihr Handeln nicht und jedenfalls nicht in dem Maße wie der Mensch und sie haben keine Wahl, sich zum Beispiel, wenn es um die Ernährung geht, sich anders zu ernähren, fleischfrei zu ernähren oder so, weil sie es nicht reflektieren können und weil sie es in der Regel biologisch auch nicht können. Der Mensch kann aber in fast allen Hinsichten, in denen wir uns gesellschaftlich bewegen, eben unterscheiden, handle ich so oder handle ich anders. Und wir bewerten unsere Handlung und die Handlung von anderen. Deswegen, ich wiederhole mich nochmal, bilden wir Kulturen und organisieren, seit es Menschen gibt, irgendwie unser menschliches, gesellschaftliches Zusammenleben. Und deswegen unterscheiden wir uns in dieser Frage, was wir essen sollen, auch von Tieren, insofern wir natürlich die Möglichkeit haben zu berücksichtigen, dass die Tiere, die wir essen, unter Umständen leidensfähige Wesen sind und dass es eben nicht egal ist, wie wir uns gegenüber verhalten, weil sie leidensfähig gewesen ist. Das ist zumindest mal eine Grundannahme, die voraussetzt, dass wir uns mit dem Gedanken grundsätzlich auseinandersetzen müssen und dass Sprüche wie
Das ist einfach so, dass wir uns so verhalten, ungültig sind. Wenn es einfach so wäre, dann bräuchten wir überhaupt nicht mehr miteinander zu streiten. Meinungsverschiedenheiten ergeben keinen Sinn, weil sich jeder jederzeit auf dieses ist einfach so, ist natürlich und so weiter zurückziehen könnte. Und ich hoffe, dass wir so weit sind, dass wenn ich das morgen abfrage, was haben wir gestern als wesentlichen Punkt gelernt, dass so viel Einsicht vorhanden ist, dass wir Menschen moralische Akteure sind, moralische Wesen sind, die ihr Handeln reflektieren sollten. Also auf das ganze Thema Gültigkeit von Argumenten und so weiter kann man in diesem Kontext gar nicht eingehen. Das ist einfach viel zu wenig Raum dafür und wir wollen ja morgen dann auch praktisch werden. Morgen will ich nur noch ganz am Einstieg so ein bisschen reden und ein paar Gedanken reflektieren. Dann wollen wir aber den Klassenraum, die Schule verlassen, ein bisschen einkaufen gehen und tatsächlich ein bisschen essen. Das führt mich zum nächsten Gedanken. Interessant war, dass der Kontext im und das Gespräch im Unterricht ein anderes war als außerhalb des Unterrichts. Wir haben während dem Tag zweimal den Klassenraum verlassen, haben uns draußen ein bisschen, teilweise auch zur Einzelreflexion mal verteilt. Und da sind interessanterweise einzelne Schüler auch auf mich zugekommen, haben das Gespräch gesucht und haben sich sehr interessiert an dem Thema gezeigt und haben sich auch sehr verwundert darüber gezeigt, was sie so an Aussagen gehört haben im Gruppengespräch. Und da klafft einfach eine Riesenlücke und das würde ich gerne so ins Allgemeine öffnen. Also wir Ethiker unter uns, wir Philosophielehrer und Ethiklehrer, wenn wir uns unterhalten, haben wir oft das gemeinsame Problem, dass unser Gegenstand so abstrakt ist, dass er in der Regel gesellschaftlich, dass wir als Fachpersonal gar nicht wahr oder ernst genommen werden und dass auch, was die ethische Urteilskraft und das ethische Bewusstsein unter den Menschen betrifft, es selten darüber hinausgeht, dass jeder der Meinung ist, jeder muss alles für sich selbst entscheiden und letztlich ist es egal, wie wir handeln. Jedenfalls immer dann, wenn es um Handlungen geht, die die eigenen Vorzüge betreffen, die man vielleicht kritisch überdenken müsste. Ja, und da scheint einfach, also scheinen im Sinne von Strahlen, da scheint einfach ein riesiges, wir sind uns da als Fachkollegen eigentlich einig, ein riesiges Bildungsdefizit vorzuliegen. Kinder lernen viel zu selten, dass wir es sind, die unsere Gesellschaft gestalten. Dass es eben nicht abstrakt die Gesetze sind, die unser Handeln, unser Leben vorgeben. Also das Bewusstsein, dass auch Gesetze von Menschen geschaffen sind, dass sie sich ändern, dass sie permanent auf dem Prüfstand liegen, dass Parlamente sich streiten über Gesetze. Das Bewusstsein ist sehr, sehr wenig vorhanden, dass letztlich wir uns unsere Welt konstruieren. Und dass sie nicht notwendigerweise so ist, wie sie aktuell ist, sondern dass wir uns ständig dazu verhalten müssen, um sie zu korrigieren, neu zu gestalten und so weiter. Ja, das war der erste Tag. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr mit meiner Rede was anfangen konntet. Meine Materialien, die ich benutzt habe, poste ich euch also in die Videobeschreibung. Ich gebe da einen Link rein, den könnt ihr dann gerne verwenden. Ich habe so ein bisschen Fragebögen gemacht. Falls jemand ein ähnliches Projekt auch mal machen möchte oder sich einfach dafür interessiert, was wir gemacht haben, könnt ihr die Materialien gern benutzen. Ich habe mir viel Mühe gegeben in der Vorbereitung und bin jetzt aber auch unterm Strich froh, dass man mal so eine ganze Woche miteinander verbringt. Das war jetzt der erste Tag und schon am ersten Tag habe ich gemerkt, dass die Stimmung am Ende doch respektvoller war im gegenseitigen Umgang und offener war als ganz zu Anfang. Wir haben am Ende noch, ja, manche posen natürlich auch ein bisschen mit der Haltung, ja, mir ist eh alles egal und Hauptsache es schmeckt und so weiter. Ja, was will man dagegen sagen? Ja, man lässt die mal reden und beobachtet und einfach mal gucken, ob sich da auch was verändert oder nicht. Klar ist, dass man am Ende nie alle erreichen kann in so einem Kurs.
Klar ist aber auch, ich betone es nochmal, dass es auch nicht das Ziel ist, dass die Teilnehmer jetzt anfangen, ihre Ernährung umzustellen. Das obliegt dann jedem selbst in der eigenen Entscheidung, was sie aus der Auseinandersetzung mit dem Thema machen. Aber es kam doch auch nochmal zutage, dass es sehr interessant ist, dass man sich selbst reflektiert und zumindest gedanklich es wünschenswert ist, in der Lage zu sein, was für ein Satz, dass wir kritisch unser eigenes Handeln reflektieren und möglicherweise Baustellen in unserer eigenen Gesellschaft feststellen, in die wir selbst involviert sind und das als Problem erkennen, auch wenn wir nicht sofort unser Handeln umstellen können. Das ist gar nicht so wichtig. Also es ist unrealistisch, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und morgen das Handeln umzustellen. Das geht so schnell nicht, in dem Alter schon gar nicht. Hier ist schon sehr, sehr viel erreicht, wenn wir überhaupt Problembewusstsein entwickeln. Das ist dann erstmal das Ziel. Also ich habe es so formuliert für die ganze Lerngruppe. Das Ziel des Philosophen ist es grundsätzlich, ins Gespräch zu kommen miteinander. Vom Begriff her bedeutet Philosophie die Suche nach der Wahrheit. Ich habe auch gesagt, die Philosophen kennen in der Regel die Wahrheit auch nicht. Wir sind aber ziemlich gut darin, Scheinwahrheiten aufzudecken, von denen möglicherweise viel Leid hervorgeht, wenn die Menschen sich allzu sicher sind in ihrem Tun. Das ist eigentlich das Gefährlichste und darin sind wir Philosophen doch ganz gut, Konstrukte zu erkennen und zu entlarven. Ja, und das fanden sie dann doch einigermaßen spannend. Und jetzt bin ich gespannt, wie es weitergeht. Morgen geht es vor allem so mal ums Praktische und ums Essen. Ich melde mich dann wieder und berichte, wie der zweite Tag verlaufen ist. Ich hoffe, ihr konntet mit diesem Video ein bisschen was anfangen. Wenn ja, also gebt mir gerne Rückmeldungen, stellt Fragen und so weiter. Ich weiß, also es fällt mir jetzt ehrlich gesagt unheimlich schwer, wir sind jetzt bei 17 Minuten, da in kurzer Zeit diesen Tag strukturiert so zu reflektieren, dass andere, die eben in dem Thema nicht so drin sind, viel damit anfangen könnten. Es ist einfach so viel passiert, sind so viele Aussagen gefallen. Über jede einzelne könnte man einen kompletten Tag, mit jeder einzelnen könnte man einen kompletten Tag verbringen oder eine Woche oder ein Seminar daraus machen. Und ich versuche das irgendwie zusammenzufassen hier oder hab's versucht. Okay, das war jedenfalls mein Eindruck des ersten Tages. Er mag etwas verwirrt sein für euch. Ich bin gespannt, was ihr dazu sagt. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldungen, Fragen und so weiter. Vielleicht schaut sich auch einer aus der Lerngruppe an, dann lasst gerne einen Kommentar da. Ich habe euch ja den Link gegeben. Gut, dann sind wir gespannt, was der zweite Tag bringt. Bis dann, tschüss.